Okay, Robin, unser Kampf ist jetzt 3 Tage her. Du weißt, wie viel Stress ich mir gemacht habe mit dem Scheiß und ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Und was machen wir jetzt? Ich meine, ich weiß es auch nicht mehr. Ich improvisiere einfach immer nur. Haben wir das Replay überhaupt? Haben wir das Replay? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es dir geschickt. Ich sollte es vielleicht mal öffnen. Warte. Hast du es mir geschickt? Hab ich? Wir sollten aufhören, so viele Drogen zu nehmen. Yeah! Hey und herzlich willkommen zu einem Spieltag der Team Pokémon, die kurz TPL. Heute gegen das Team von... Ich dachte, wir sind schon bei dem Schritt. Warte mal kurz. Warte mal, wir sind schon bei dem Schritt, wir kommen gleich zum Gegnerteam. Ich wollte erstmal sagen, hi, ich bin auch noch da, der Typ, geil, der die Videos hochlädt. Und wir sind natürlich hier. Das ist egal. Ja, ich bin egal. Ich habe ja nur alles diesen Spieltag gemacht. dazu kommen wir gleich, weil ich bin der wahrscheinlich nicht alles sagen darf, weil der Typ keine Ahnung hatte, was überhaupt abging. Wir kommen erstmal wieder zu unseren 12 kleinen Kiddies. Oder Robin, willst du es korrigieren? Mit unseren 10 kleinen Kiddies, Vulpix, dem Baby und der Missgeburt. Ja, perfekt. Du wirst deinen Kanal nie monetarisieren können, nie im Leben. Möchte ich das überhaupt, ist die Frage. Irgendwann vielleicht. Egal, wir sind wieder hier. TPL ist am Start. Spieltag Nummer 7. Bedeutet, Robin ist auch natürlich wieder da. Aber Robin war nicht beim Teambuilding da. Denn wir kommen jetzt erstmal zum Gegnerteam. Ich blende wieder alles ein und so, nämlich zu den Psychedelic Psychos von Tayati und Zatu Hatu. Die beiden übrigens machen auch YouTube. Bedeutet, die laden gleichzeitig zu jetzt diesem Video auch ein Video hoch. Deren Sicht, die haben sogar ein Teambuilding gemacht. Ich hatte keinen Bock darauf, auch wenn ich es alleine machen hätte können, weil ich auch die Zeit dazu hatte, weil der Typ ja eh nicht da ist. Aber das ist eine andere Sache, denn ihr könnt auch gerne jetzt danach für deren Sicht, da die sogar Live-Kämpfe machen, noch einmal bei denen vorbeischauen, ist das Video extra, verlinke ich unten. Also ich verlinke nicht nur unten das Video, sondern ich verlinke auch deren Kanal. Das Video ist auch nochmal am Ende. Das Video ist auch nochmal am Ende der Endcard verlinkt. Wie immer alles. Das so, Team Psychedelic Psychos. Lass uns über ihr Team reden. Wir fangen diesmal im CT an. Mamfaxo habe ich nicht gesehen. Akkub, was soll das eigentlich? Und Kingler war einfach so, Branawatz ist eine bessere Option. Sind wir fertig damit? Ja. Zatu und Weezing. So. Darüber möchte ich reden. Beides eigentlich machen einen ähnlichen Job, würde ich sagen. Können ähnlichen Job machen zumindest. Ja. Wir gingen eher von Weezing aus in dem Fall. Dein Bronzong war durchaus auf unserem Schirm, aber wir haben auch eher mit Duraludon gerechnet. Nein. Ich habe eher mit Bronzong gerechnet diesmal. Ja. Also ich bin eher von Bronzong. Ich habe das Teambuilding nicht gemacht. Ja, ich bin eher von Bronzong als aus Duraludon ausgegangen. Einfach nur wegen dem Levitate erstens. Und zweitens, die hatten die letzten 6 Spieltage Bronzong dabei. nein, oder nicht die letzten 6 Spieltage, aber ich glaube, jeden Spieltag, wo sie einen Giga predicted haben, haben sie Bronzong mitgenommen. Und so viel kann ich spoilern. Dann sie haben Raichu? Raichu war halt auch auf dem Schirm. Halt. Und Raichu war halt die Sache, war halt mit eines der scariesten Mons im Teambuilding sogar. Fiel mir auf, weil wir gucken uns und ich gucke mir mal unser Team so an. Denken mir nur so, Lapras stirbt, Kramor stirbt, Rionio stirbt, Bunnelby stirbt, alles stirbt, scheiße. Roserade war ein guter Check. Dann. Skelabra. Wie schon gesagt, Weezing haben wir schon drüber gesprochen. Branawatz ist halt einfach der bessere Bulky Water Type. Lassen wir uns Skelabra am Ende bis Ende übrig. Okay. Branawatz war halt der bessere Bulky Water Type. Fand ich jetzt in dem Fall. Oder insgesamt ist, glaube ich, Kingler nicht so ein Bulky Water. Ja, gut. Dann. Bulky Water ist nicht schlecht gegen uns. Snibuna war uns zu, ich sag mal, 99% klar, dass es mitkommen müsste.
Ja. Es ist einfach, es ist schneller als unser ganzes Team außer Ninjas und Ninjas will dagegen nicht drin bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ja, das kommt safe mit. Duraludon war halt auch so eine Sache, dachten wir uns halt, ja, ich habe besser gesagt, dass eher Wongsong mitkommt diesmal. Und dann hatten wir noch Grandiras, das Mann, wovor ich am meisten Schiss hatte, nach Skelabra. Und es ist halt, ja, sagen wir es so. Das Ding könnte probably alles von uns killen. Das Ding muss setupen und tötet. Ja, wenn das Ding sich einmal gut setupt, kann basically nur noch unser Rebombi das revengen. Außer es ist mit Dedans gesetupt. Das kann das Ding. Und deswegen. Hey. Oder mit seinem Omni-Boost-Ding. Ja. Auch möglich. Wir hatten Angst auf jeden Fall. Aber. Wir haben uns ein klein wenig dagegen prepared, aber nicht wirklich. Ich habe mich ein klein wenig dagegen prepared. Ja. Und dann gab es das Ding. Skelabra! Das Ding, wovor ich am meisten Angst hatte, wo ich mir einfach nur dachte, dagegen darf einfach nur nicht Rotador, Kramer und Bandebi drin sein. Wir haben. Oder Sneeble. Und Lapras will auch nicht wirklich drin bleiben. Bedeutet. Und selbst Horn hat nicht Lust, 3 Hits zu tanken. Kein Mann will wirklich dagegen drin bleiben. Seien wir ehrlich. Und deswegen hatten wir einfach nur Angst vor dem Ding. Aber das ändert nichts daran, dass wir jetzt diesen schönen Kader von denen und uns sehen. Nämlich, der Kader von denen ist. Trommelwirbel. Jetzt hier eingeblendet, es ist Bronxong, Skelabra, Branavat, Sneebuna, Zatu und Raichu. Basically, wir waren einfach nur gewundert. Nicht mal Grandiras. Wir waren darüber gewundert, dass nicht Weezing und nicht Grandiras dabei war. Janna, es heißt verwundert. Es heißt verwundert. Ja, Deutschkenntnisse, ich habe 3 Minus. Egal. Dann unser Team. Wir haben Lapras, Sneeble, Roserade, Kamor, Rihonyo und Banebi dabei. Lass mich auch ein bisschen über Sets reden, ich will mich nicht allzu unnütz fühlen. Ja, ich will erstmal über die Namen reden. Die Namen sind nämlich diesmal 10 aus 10 TPL-Teilnehmer. Das war ein guter Spruch, oder? Wir haben nämlich einmal ganz links, wer könnte anders wie Bombi sein als Robin himself? Unangenehm. Wer könnte besser eine... Lissander der Man, den ich nicht extra weiblich gemacht habe. dann haben wir natürlich... Eigentlich habe ich es random gemacht, so, aber... Dann haben wir... nur weibliche Mons. Ehre. Und Bronzong. Die hätten einfach Anziehung spielen können auf irgendeine Mon und die gesucht. Egal. Dann haben wir Rihonyo, unseren Mizzet. Und wie nennen wir sie natürlich? Es ist alles freundschaftlich, was wir hier machen. Ich habe nämlich einen guten Kumpel gewonnen durch die TPA. Sein Name ist TJ. TJ war übrigens unser Gegner am zweiten Spieltag. Front. Und TJ, du bist... Aber eigentlich schon. Und Nein, es ist eigentlich kein Front, weil TJ, ich hab dich lieb. Du bist wirklich einfach Ehrenmann, weil TJ ist die Person, die mir ein kleines wenig beim Teambuilding geholfen hat. Ich habe ihn halt so ein paar kleine Sachen gefragt gehabt. Er hat mir ein bisschen geholfen, deswegen wollte ich nochmal Danke an TJ sagen. Ehre. Danke. Yes. Robin bedankt sich auch bei dir, dass du sein guter Ersatz warst. Du hast es viel besser gemacht, als er es jemals könnte in diesem Team. Obwohl ich es natürlich trotzdem deutlich besser gemacht hätte, aber er war schon ziemlich gut. Ja. Dann kommen wir zu unserem Kramor. Übrigens, die Namen sind halt meistens Insider von der TPA, deswegen versteht vielleicht nicht der Ganze alles. Denn unser Kramor war bisher eine Anime-Anspielung. Und... Wir haben da einen, der so wie uns ist. So wie wir, Janna, so wie wir. Nämlich ein totaler, würde ich sagen. Das bedeutet, wir haben es einfach Benny genannt. An Disrespectable, unseren Gegner aus dem ersten Spieltag. Der. Let's go. Mit dem wir uns auch recht gut verstehen, nachdem er uns 6-0 abgezogen hat. ja. Unser großer Rade hieß Grippin, einfach an der Anspielung an den Nuzlocke, die ich privat zurzeit zocke, wo ich meinen Gag-Arbor Grippin genannt habe und deswegen dachte, den Grass-Type lasse ich bei Grippin. Tja, du bist so viel zu privat und du brauchst wieder so lange, um den Namen zu sagen. Du bist da, wir machen wieder 40 Minuten Parts. Let's go! Sneeble, ganz einfach, Baby-Tire-Team. Mehr war es nicht. Und ja, Lapras haben wir einfach Brot genannt, weil ich liebe dich, Brot. Du bist einfach der witzigste Typ mit auf diesem Server. Ja,
Auch wenn du lost keiner bist. Lost bist, aber auch ja. Verlorene Menschen können Anklang finden. Von links nach rechts, jetzt die Sets. Bumblebee war das einzige Mon, was ich noch mit Robin gemacht hatte. Nehmen wir jetzt ein bisschen. Ja. Bumblebee, Specs, Spillern. Nächstes Set. Nein, also Moonblast, Bugbust, Energy Ball und Psychic. Es sollte einfach wirklich, wenn es reinkommt, irgendwas umbringen. Es war halt unser basically Revenge Killer, wenn man es so nennen will. Rihornior. Es war viel. Rihornior, reinkommen, böllern, aber auch ein bisschen defenden. Es war, AV mit Death Invest, Adamant und Attack. Dazu noch ein wenig in Speed, um potenzielle Sachen zu outspeeden, die eigentlich gleich schnell wie wir gewesen wären oder die auf unserem Minfo. Oder die Speed Creepen. Oder die Speed Creepen, genau. Dann Kramor. Das war die zweite Woche, wo es eine Neuheit auf Kramor war, ne? Es war das zweite Mal Bulgab, oder? Es ist das zweite Mal Bulgab, ja. Übrigens, es ist mit der Maranga-Beere, also es ist basically ein ähnliches... Es ist das gleiche Set wie letztes Mal. Wir ändern uns teils nie, okay? Wir behalten irgendwie... Wir müssen zwei Wochen hintereinander immer auf dasselbe Set auf Kramor spielen, irgendwie. Oder noch mehr. Das ist auch eigentlich die gleiche Invest. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Full Spätzdev. Gigi. Ist es Full Spätzdev? Es ist Full Spätzdev. Dann kommen wir zu Roserade. Und Roserade war auch Full Spätzdev. Mit Black Sludge als Item. Giga Drain, Leaf Storm, Black Sludge Bomb und Aromatherapie. Warum Aromatherapie? Wir hatten keinen Bock auf Burns. Wir hatten Angst vor Weezing mit Will-O-Wisp. Ich hatte Angst vor Weezing mit Will-O-Wisp. Und deswegen wollte ich keine Burns sehen. Weil Burns hätten zum Beispiel Kramor, Rihornior, Sneebuna einfach komplett useless gemacht. Sneebuna, ja. Sag ich Sneebel, meine ich. Sorry. Ja. Hättest du eigentlich Sneebuna nennen sollen, verdammt. Das können wir sogar, weil man nur die englischen Namen nicht benutzen darf. Ja. Egal. Sneasel. Da hatten wir ein interessanteres Set gespielt. Nämlich haben wir ein, ich nenne es gerne, Sneebel Revenge Weavile Kill Set gespielt. Exakt, das war's. Wir haben Darf gespielt mit Low Kick, Knockoff, Icicle Crash und Poison Jab. Bedeutet, wir haben auf ein Sneebuna gespeedcreept, indem wir gar nicht investiert haben. Und wollten es halt, wenn es einen Mon von uns geht, reinbringen und mit einem Low Kick das Sneebuna rausnehmen lassen. Ja. Dann kam jetzt unser letztes Mon, nämlich Lapras. Lapras hatte Freeze Dry. Freeze Dry war dafür da, um gegen Branavat anzukommen. Weil wir uns dachten, Eis ist jetzt nur normal effektiv. Doch mit Freeze Dry wird es zu einer zweifachen Effektivität durch Wasser. Damit müsste ja eigentlich auch von Boden das aufgehoben werden. Und es kann eigentlich dann dementsprechend vierfach effektiv angreifen. Dann hatten wir noch Hydro dabei, weil wir einfach eine Wasserattacke haben wollten, die stark ist und im Giga stark ist. Ich glaube, dass wir vor allem dabei, damit wir, Okay, du solltest jetzt einmal kurz dein Mikro irgendwie sauber machen. Das war gerade Audioqualität des Todes. Ey, was? Nochmal bitte jetzt. Sehr nice. Jetzt darfst du nochmal reden. Dein Audio ist zwar vor allem dafür da, dass wir den Aurora-Well rausbekommen. Ja, jetzt die ASMR machen. Ja, wegen dem Aurora-Well hatten wir auch natürlich Ice Beam dabei. Und zum Schluss hatten wir, glaube ich, noch den. Ich habe ihm gesagt, dass wir kein Ice Beam spielen sollen. Er ist dumm. Und dann hatten wir, glaube ich, noch Dragon Pulse dabei, ne? Ich habe ihm auch gesagt, dass wir kein Dragon Pulse spielen sollen, aber er ist dumm. Apropos, wir haben eine Sache vergessen. Nochmal kurz zurück zum Rihornior. Auf Rihornior haben wir noch Dragon Tail drauf. Das wird witzig. Ah ja. Da können das wir so gesagt, unser Bandiras vielleicht mit aufhalten. Ja. Nein, eigentlich nicht, aber wir hatten es mitgenommen. Ich weiß. Wenn wir uns in dem Turn, wo er Setup sehen, dann können wir ihn damit aufhalten. Das geht schon. Wir würden ihm damit ein wenig Damage machen.
Nicht mal so wenig. Erstmal ist halt sehr, ja. Und dazu wird er rausfutschen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Lied an. Wir haben mit. Ja, und jetzt bitte, ich bitte dich, eine Sache zu tun. Mach mal den Speed ein bisschen langsamer. Ah, okay. Können wir machen. Mit wem haben wir geleadet? Ich glaube, was? Mit Roserade, oder? Ich glaube, es war Roserade gegen. Mal sehen wir, wenn wir in den Kampf kommen. Let's go, dann. Natürlich, wie unprofessionell ich war, hatte ich vergessen, die Musik auszumachen. Von Showdown. Okay, fangen wir an. Es war Bronze-Song gegen Roserade, okay. Wie gesagt, der Kampf ist 3 Tage her. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht hatten. Zu viele Drogen, Gucken wir einfach jetzt mal rein. stimmt, die sind First Turn rausgeswitcht, weil sie potenziell vor irgendwas Angst hatten. Und wir sind, glaube ich, einfach auf den Giga-Drain gegangen. Ja, weil das ziemlich safe war. Giga-Drain kam, hat halt 14% auf Zato gemacht. Einfach Gold 14%. Ja. Das Ding resistet das und ist Spätstef. Warum ist Roserade trotzdem so stark? Ist das Spätstef gewesen? Xatu ist einfach generell, glaube ich, recht Spätstef. Da sind wir halt drauf auf Korf gegangen, weil wir dachten, das ist eine gute Chance, vielleicht Korf zu setupen oder sowas. Haben dann, die haben U-Turn gedrückt, wir haben probably Bulk abgedrückt, weil wir safe waren. Und Raichu kam rein. Das war der Turn, wo wir rausgeswitcht sind. Ah, war's. Wir sind dann direkt wieder auf Roserade. Surf kam. Okay. Surf. Das ist eine wichtige Information. Es hat also Surf gegen Leon, ja. Und kein Grassnot, was wir eigentlich vermutet hatten. Dementsprechend. Wahrscheinlich auch Surf dabei, falls ein Rotom rein mitgekommen wäre, ne? Ja. Grassnot jetzt haben wir schon ein bisschen gekalkt. Ball Switch ist da. Die gehen halt wieder raus. Wir sind, glaube ich, wieder auf Giga Drain einfach gegangen. Ne, diesmal auf Sludge Bomb sogar. Das war ein guter Predict. Ja, weil wir dachten, okay, die sind irgendwie nicht mit Bronze Song reingekommen. Die werden wahrscheinlich irgendwie mit Bronze Song aufheben oder nicht anchippen lassen. Deswegen gehen wir mal einfach auf Sludge Bomb. Übrigens, nur um es zu erwähnen, das hat eine 30%ige Chance, dass es eine Vergiftung bekommt. Kommen wir später drauf zurück. U-Turn. Die gehen wieder auf U-Turn. Die sind einfach all die drin geblieben. Die sind halt Bronze Song rein und wir haben Giga Drain gedrückt. Was gut von uns war. Wir haben halt welches Set war das nochmal? War das Fist oder Spätzle? Ich glaube, das konnten wir an dem Schaden erkennen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die waren Fistef. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, beim Ding weiß ich nicht mehr. Dann kamen wir halt einfach mit Rihonio rein, weil wir uns dachten, okay, warum nicht? Und Iron Defense kam und wir waren erstmal so. Eieieiei. Well, mit Body Press nimmt das schon uns hops. Aber wir dachten einfach, YOLO, wir drücken Dragon Tail. Und was kam? Die drücken nochmal Iron Defense und der Dragon Tail kam und die sind raus. Ja, also. Wir sind einfach zu gute Spieler. Übrigens, wenn der Dragon Tail gemisst hätte, hätten wir das Game wahrscheinlich irgendwie komplett verloren. Aber wir haben keinen Mist bekommen. Alles easy. Chandelure kam rein. Und wir wussten, dass wir wissen, dieses Chandelure kann Energy Ball. Nein, wir wussten es bis zum Kampf nämlich nicht. Ich hab das nicht nachgeguckt. Und ich wusste das. Ich wusste das. Und ich hab dann gekalkt und sehe, okay, das nimmt uns zu 100% raus. Lass uns einfach mal gucken, was passiert. Energy Ball kommt, killt uns nicht, wir killen das Ding. Er war so dumm und hat mich und hat mit einem Specs gekalkt, so ein Lappen. Ich hab mit Specs gekalkt. Das heißt, die haben einfach YOLO gespielt und das Richtige getan und gehen damit in Führung. Ich hatte die Vermutung, dass sie rausswitcht. Ja. Und deswegen, vor allem, wenn die Specs wären. So, hier sind wir dann raus auf Lapras gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob es besser wäre, wenn wir das geopfert hätten. Aber Knockoff. Ich weiß es einfach nicht. Knockoff ist gar nicht schlecht für uns. Ich weiß jetzt schon, dass es schlecht wäre, hätten wir das Leon geopfert. Ich sag dir aber später warum. Also, dann kam der Knockoff. Wer ist eigentlich probably egal? Der Kampf wäre anders verlaufen. Ja, Knockoff war eigentlich probably egal, weil das Ding hatte eh nur einen Ball. Ne, damit sehen wir auch. Der hätte jetzt 50% Schaden genommen haben, Jana. Ja. Okay, 42.
Und dann kam halt jetzt die Giga rein, die haben Giga Ice genommen, also Giga G-Max Resonance, haben den Veil rausbekommen. Und jetzt beginnt eine witzige Phase, die können wir einfach auch so stehen lassen, würde ich sagen, und einfach durchgucken. Max Geysir kam, erstmal schöner Crit. Dann kam der Regen. Geiler Crit. Iron Defense kam, bringt nichts, wir sind speziell. Weiß nicht, warum die das gedrückt haben. Wahrscheinlich, die konnten halt zu dem Zeitpunkt nicht wissen, welches von beiden das war, weil G-Max Resonance kann beides sein. Guter Play mit, damit. Ja, wir hätten die gekillt, hätten die kein Project gehabt. Ja, und dann war halt der Regen da und wir konnten halt wissen, okay, Hydro macht uns okay was, wir haben noch ein bisschen Veil draußen, Body Press macht, wie man sieht, nicht genug. Das heißt, wir würden jetzt in dem Turn weil die Veil draus haben, in dem Turn könnten wir die jetzt eigentlich killen. Die drücken aber ja Protect, sie lassen den Veil also auslaufen. Aber wir müssten eigentlich schneller sein und es gibt jetzt immer noch eine Chance, die zu killen, deswegen gehen sie raus ins Half-Methode. Wir drücken Hydro, Water Absorb kam, aber wir wissen auch, hey, wir haben den Freestyle gegen das Ding dabei und wir sind schneller, wir sind gespeedcreeped. Warum killt das aber nicht? Ich glaube, das liegt daran, dass, ich bin mir sicher, es hätte gekillt, wäre es vielfach sehr effektiv. Jedoch glaube ich, dass Freestyle es zweifach effektiv macht, aber den Effekt von Boden, also so gesagt, dass der Bodentyp die Eisschwäche dennoch weiterhin ignoriert, weil der Effekt von Freestyle da ist. Ich weiß es halt komplett nicht. Es ist halt weird. Also das Ding... Es ist auf jeden Fall sehr effektiv, aber glaube ich auch nicht vielfach effektiv. Also ich glaube, wir vermuten nur, dass es zweifach effektiv ist, weil sie gesagt haben, okay, nur der Water-Type ist damit betroffen und der Ground-Type bleibt halt in der Standardform, wie es schon war. Also wahrscheinlich in diesem Fall... Nicht sehr effektiv. Es ist ein bisschen komisch. Und es das ist komisch. Das nimmt uns dann mit Rain Punch raus und hält es ein bisschen hoch. Ja, Rip Labras, du hast eigentlich guten Work geleistet, muss ich sagen. Ja, hat er. Ich bin stolz. Große Rade kam rein. Und die gehen raus. Wir kriegen den Kill. Wir dachten uns wirklich, wir kriegen den Kill, weil auf der Range... Also nee, wir haben jetzt erstmal Giga Drain gedrückt. Und auf der Range hatte... Leaf Storm hatte jetzt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit eigentlich zu killen. Oder haben wir nochmal ich weiß es nicht. Wir haben jetzt nochmal Giga Drain gedrückt. Wir haben nochmal Giga Drain gedrückt, weil wir dachten, vielleicht kommt der Protect. So, die sind auf Heavy Stem gegangen, wissen nicht. Dass wir Leaf Storm haben. So, Leaf Storm kann auch unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Leaf Storm kann auf der Percentage eigentlich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit killen. Die killen 80% oder so. Die killen uns auch mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, auch sie bekommen eine absolute Minroll. Das heißt, entweder kriegt einer eine absolute Minroll oder der als erstes angreift, killt. Das wären wir. Wir gucken uns an, was passiert. Oder wir müssen. Leaf Storm kommt, das ist 1%. Mit 1%. Wir waren so tätig, ne? Das Spiel mag uns. Wir wissen es, dass das Spiel uns mag. Und die kommen mit dem Heavy Slam, wir hoffen natürlich auf eine Minroll, wir sind tot. Scheiße. Das war unser rote Rade. Geil. Das heißt, kommt irgendwie so. Das war richtig gut im Kampf. Ja, das war natürlich so, oh, kommt ein Widowist oder irgendwas sowas, oder ein Toxic, kriegen wir das nicht mehr weg. Ah. Und jetzt hatten wir auch schon 2 Mons verloren. Dann kam halt Rihornio rein und wir dachten uns halt nur so, Rihornio, let's go. Das kann irgendwas machen, das müsste eigentlich einen Angriff tanken. Also haben wir Stone Edge gedrückt und haben das Ding mit einem Crit gekillt, der wahrscheinlich nicht gemeldet hat. Ja. So. Dann kam Raichu rein und wir dachten uns nur so, das kann Surf, das kann Grass Knot, das kann Focus Punch. Wir sind weg. Was? Focus Blast war es. Das meinst du, ja. Focus Blast, sorry. Wir sind weg, gehen auf Dings raus, Kauf. So, wir haben halt jetzt gehofft, dass die Surf drücken, aus dem Grund, dass dann die Maranga-Beere triggert. Was auch passiert ist. Und jetzt haben wir den Potenzial. So. Wir waren uns sehr sicher, dass die Scarf sind zu dem Zeitpunkt. Du warst dir sicher, dass die Scarf sind? Ich dachte... Oder auf jeden Fall ein Choice-Set. Waren wir uns da so sicher? Eigentlich waren wir uns über nichts sicher. Warte, lass nochmal einen Move laufen. Wir waren uns nicht sicher, weil die haben jetzt schon direkt den Thunderbolt gedrückt. Und wir haben jetzt einmal Bulk abgedrückt, weil wir uns dachten,
Weil wir uns dachten, scheiß drauf. Wir bleiben einfach drin, oder nicht? Wir haben doch jetzt Bruce gedrückt, oder? Ja, Bulk abgedrückt. Wir haben Bulk abgedrückt. Und jetzt haben wir Bruce gedrückt, weil wir gesehen haben, der Thunderbolt dürfte nicht killen. So haben wir uns jetzt hochgeheilt. Das war eigentlich ein Matchup, das wir gewonnen hätten. Wir hätten gewinnen können. Hätten wir nicht dumm gespielt, aber ja. Kramor will mal wieder nicht. Also, Kramor ist das Beispiel unserer Mons, die gerne Pech haben. Also, wir hätten dieses Matchup ohne Hex gewonnen. Ich nenne es gern auch das Kramor. Und wir hätten am Ende irgendwie ein plus 3 auf Attack und Death Kramor gehabt. Ich nenne es auch das gerne. Sweet. Ich nenne es auch gerne das Crit Burn Kramor Glück. Das Crit Burn Kramor. Das ist eigentlich ein guter Name. Heilige Scheiße, was ist falsch? Kubuin, tausende Burns, Raichu. War wir halt dann. Hätten probably gewonnen. In dem Zeitpunkt war es halt dann ein bisschen blöd, ne? Und sind weil dann halt. Mehr PP hatten wegen Pressure. Wir dachten uns halt dann, hey, los, Rebombi, du bist eigentlich schneller und da musst du jetzt so viel Damage machen, wie es geht. Chip diese Mons so weit es geht an. Ja. Moonblast kam, wir sehen über 50%. Okay, wir killen zum nächsten Turn. Thunderbolt, das macht uns jetzt nicht so krass 4%. Also es 60 ist okay. Hm. Im nächsten Turn mit Thunderbolt würde uns das killen, aber wir killen es halt zuerst. Hey, Scheiß, die hat eine Extreme Seed und mein Herz ist kurz stehen geblieben. Meint auch, sie haben nicht gekillt. Das ist trotzdem ziemlich blöd. Ja. Weil wir jetzt keinen Hit mehr tanken. Ja. Also gar keinen und die Bombe ist halt schnell. Ja. So, ich glaube, das konnte Hits von Seismitoad leben. Oder hätte nee, leben nee, nee, können. Nee, nee, nee. Nochmal kurz. Ein Icicle Crash von Weavile hätte, glaube ich, nur mit einer Roll gekillt, meinte Tayati. Ja, aber auf Full. Ob, nee, 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 nee. Nein, nee. Nicht mehr Full. Nein, ich meine auf 40. Oder irgendwie irgendwas auf meinte 50? Ja. Nein. Ice-Shard hätte nicht safe gekillt. Ice-Shard hätte nicht. Ja. Wir sind dann halt auf Rebombi gegangen, er hat Ice Shard gedrückt, wir haben es halt geopfert eigentlich. Weil wir uns dachten, Rebombi brauchen wir maybe nochmal und wir gehen jetzt erstmal raus auf Sneeble und haben gehofft, bitte bleibt drin, denkt, wir haben einfach keine Lebenserwartungen mehr, wollen einfach nur sterben, bitte bleibt drin. Wir wollen nämlich gerade Low Kick drücken. Ja. Wir gehen auf Seismitoad, wir haben trotzdem Low Kick gedrückt und der killt. Nicht. Jedenfalls nach. Aber wir sind schneller als das Viech. So, hier könnte man ich denken. Ich bin mir zu dem Zeitpunkt übrigens sehr sicher, dass der Scarf ist. Ja. Oder eins, entweder Xatu oder Seismitoad. Übrigens, der Scarf war auf Skelabra. Der Scarf war auf Skelabra. Ja. Also alle drei von Robins Scarf-Vermutungen sind falsch gewesen in dem Kampf. Ja. Und deswegen, also in dem Fall dachten wir einfach nur, vielleicht dachten sie, wir drücken Low Kick, weil wir keine Moves von uns preisgeben wollten, aber wir wussten eigentlich, die wissen, wir sind Scarf, okay. Scheiße. Dann kam das Zato rein. Gut. Und bei Zato war das Problem, okay, wir brauchen einen anderen Move als Low Kick, wir gehen raus auf Rombi und zacken das. Ja. Und wir hatten gehofft. Übrigens, wäre da ein Mist gekommen, hätten wir gewonnen. Ja. Will ich nur erwähnen, nach deren Crit. Dann kam halt Sneeble rein und wir haben halt überlegt. Der Mist hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wir hatten halt angefangen zu überleben. Low Kick lebt das Ding safe und dann würde es uns das rausnehmen. Okay, was machen mit wir? Mit Heatwave halt. Ja, was es nicht dabei hatte, erfuhren wir im Nachhinein. Hätten wir das Ding eigentlich getushottet? Nein, oder? No. Low Kick hätte 5% gemacht. Okay, also war Low Kick nicht der Play. Also, was haben wir gemacht? Wir haben überlegt, Knockoff geht das, Ice Shard geht das. Was ist am besten gegen Sneeble? Icicle Crash. So. Und wir haben halt gesagt, okay, Icicle Crash ist das Beste gegen Sneeble, weil wir auf Flinches hoffen könnten. Oder auf Crits. Auf Flinches. Deswegen sind wir jetzt auf Icicle Crash gegangen, haben das Ding obviously gekillt und sind dann, haben jetzt einfach gehofft. So, wir konnten halt keinen Low Kick drücken, was halt das Ding rausgenommen hätte. Das heißt, mit Low Kick hätten wir gewonnen. Und wir mussten halt jetzt hoffen, dass die keine Fighting-Type-Attacke dabei haben. Ja. Einzige Crash kam. Und tatsächlich flinchen wir sogar. Einmal. Heißt, jetzt fehlt eigentlich mehr Flinch und kein Miss. Einmal mehr Flinchen, ein Crit, kein Miss.
wir könnten gewinnen. Wir hatten dort minimal Hoffnung. Der einzige Crash kommt wieder. Er resistet. Es ist kein Grit. Es ist kein Flinch. Brick Break kommt, nimmt uns raus. Sie verdienen im Nachhinein auch trotzdem noch. Übrigens, verdient. In der besseren Roll wäre das ein Unentschieden gewesen. Von uns. Geht das als Unentschieden da? Ich glaube schon. Wenn beide Mons im letzten Turn tot sind, ist das ein Unentschieden. Auf jeden Fall, das war der knappeste Kampf, den wir bisher hatten. Ja, also. Das war wieder ein Beispiel von Crit Matters. Nein. Alter. Ja, aber probably schon. Aber das Ding ist, es war auch eine Sache für ein Glück. Also die waren lucky. Aber zum Beispiel auch mit einer einzigen Sache hätten wir gewonnen. Nämlich hätten wir anstatt Scarf Sash gespielt. Jedoch war da. Dann hätten wir nicht nie gewonnen. Ja, weil da. Aber jedoch war da das Problem. Ich hatte Angst vor Hazards, weil wir keinen Hazard-Mean-Movie dabei hatten. Ja. Also da hätten sie einfach irgendwie auf Stealthfox auf Bronzong legen können und das hätte wieder nicht funktioniert. Ich bin aber ehrlich, ich fand, das war spielerisch von beiden Seiten der beste Kampf. Klar, ja. Es waren ein paar Hacks dabei, so kann man nichts gegen sagen. Aber das ist halt Pokémon. Es ist Pokémon so. Und ich gebe jetzt auch nicht den Hacks die Schuld, weil ich meine, die niemand haben. Niemand kann jemand anderem böse sein für Hacks. Ich gebe auch nicht den Hacks die Schuld, ich meine, die haben. Aus Hacks for Feed. Kannst du mich auch ausreden lassen? Perfekt, danke. Du wolltest ausreden. Ja, ich weiß, deswegen. Ich habe mich ja auch bedankt, weil du die Klappe mal gehalten hast. Wir regen uns eigentlich im Nachhinein nicht über die Hacks auf. Noch in die Playoffs kommen wird eigentlich absolut schwer. Sagen wir möglich? Möglich, aber es muss schon viel Scheiße. Unmöglich. Es muss schon viel Scheiße passieren. Ist es eigentlich rechnerisch noch möglich? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, wenn wir nächsten Spieltag verlieren, dann nicht mehr. Bei ja, dann auf jeden Fall nicht mehr. Bei nächsten Spieltag ist, glaube ich, das wichtigste Spiel für uns. Und das Ding dann ist, geht's gegen Eligario. Ferien. Ran, oder? Ja, wir gehen gegen Eligario. Ferien! Wir haben jetzt auch Schulpause, also beziehungsweise ich habe schon, ich muss nur noch eine halbe Stunde zur Schule bald. Ja, okay, ja. Ich auch nur noch am Dienstag 3 Stunden. Ich muss am Mittwoch für eine halbe Stunde. Einfach in die Schule. Ja, du Arschloch. Aber ich muss am Dienstag, das letzte Mal. Ja, ich habe heute frei gehabt. Heute ist übrigens Freitag. Ja, was soll ich sagen? Der Spieltag lief gut, aber nicht gut genug. Ich war sehr zufrieden mit unseren Plays. Ich war sehr, sehr zufrieden mit unserem Team auch. Was ich sehr gut hinbekommen habe. Und natürlich TJ. Ja, und auch TJ. Und das Rebombi geht auf seine Kappe. Vergiss nicht, Rihonio hat 2 Kills gemacht, deswegen habe ich vorhin gesagt, das zu hacken wäre dumm gewesen. Also Rihonio ist halt immer noch das Mon mit den meisten Kills bei uns. Das kann man halt nicht abschreiben. Wirklich, ich hasse mein Leben. Wir haben insgesamt 5. Wir haben unsere Differenz diesmal nicht komplett in den Arsch gefahren. Ja, nur ein 1-0 bin. Übrigens, war nicht gut. Für alle, die zu faul sind, in die Spieltabelle zu gucken, wir sind auf einer minus 16er Differenz. das Ding ist, Psychedelic Psychos ziehen jetzt komplett an uns vorbei. Die haben jetzt, glaube ich, 12 Punkte, wir 6 immer noch. Ja, wir hätten halt jetzt gleich mit denen ziehen können, aber haben wir nicht, weil wir dumm sind. Es sind 5% gewesen, ne? Ja. Beziehungsweise 13% und dann halt 5% noch zum Unentschieden, wenn es so wäre. Hätten wir einfach Spikes auf Roserade gespielt. Holy shit, Alter. Ich hatte Angst vor. Ich wollte Aromatherapie. Und das kann man verstehen. Ich wollte jetzt nicht eine Attacke von den anderen streichen. Ja. Aber schau, wenn wir halt nicht geburnt werden können, dann werden wir halt auf Kramer gekrittet, also hat es keinen Unterschied gemacht. Das Ding ist. Ihr habt diesen Kampf verarbeitet. Wir hatten 3 Tage Zeit dafür, nochmal alles durchzugehen. Wir haben uns eigentlich den Kampf nicht mehr angeguckt. Ich habe mir einfach eine Stunde, bevor wir jetzt die Aufnahme gemacht haben, ein bisschen Gedanken gemacht. Ich gar nicht. Ich habe Drogen genommen. Ich weiß, Robin. Nein, Kinder, nimm keine Drogen. Das ist schlecht für euch. Ja, nimm keine Drogen, Kiddies. Ja. Ich würde sagen, dass. Obwohl, nee. Die Abmod übergebe ich wieder an dich. Du machst das sehr gut. Warte. Ja, genau. Also, was ihr machen könnt, wenn euch das Video gefallen hat,
ihr könnt es liken, ihr könnt den Kanal abonnieren, dementsprechend die Glocke aktivieren, ihr könnt kommentieren, ihr könnt es teilen, favorisieren, geht ja nicht mehr, wie wir beim letzten Mal gelernt haben. Ihr könnt es natürlich auch nochmal euren Freunden erzählen, am besten über Discord, you know, Corona, man sollte sich am besten nicht treffen. Was? Jetzt sei leise, ich mach die Abmord. Und ja, auch noch andere Videos von Jonna schauen und das von Psychedelic Psychos. Und von den anderen TPL-Teilnehmern, die hier unten in der Videobeschreibung. Und von den anderen TPL-Teilnehmern. Beispielsweise Hex of E, Pion Dragisch oder Lazy Luxface, alle von denen ihren Kanälen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Machen super tolle Videos mal wieder. By the way, diese Woche kam nicht nur Pokémon, sondern auch am Mittwoch kam eine Legend of Zelda Breath of the Wild Video. Übrigens, sehr gutes Video, geteilt, geliked, gefavorisiert, einen Kommentar geschrieben, alles gemacht, let's go. Ich hasse dich so sehr. apropos The Legend of Zelda Breath of the Wild, es geht in der nächsten Woche damit weiter. Entweder, also ich weiß nicht, ob ich bis zur nächsten Woche noch den zweiten Teil des Streams schaffe zu schneiden. Zu dieser Woche mache ich es auf jeden Fall nicht mehr. Am Freitag kam übrigens TFT. Und ich hatte eine Woche, die Woche davor hatte ich Pause gemacht, bedeutet jetzt geht's endlich wieder. Stimmt! Dann soll ich auch noch bei Jana auf Twitch vorbeischauen, da abonnieren, kann man auf Twitch liken? Abonnieren sollen sie nicht, sie sollen nur followen. Followen, genau. Kann man auf Twitch liken? Nee. Aber sich natürlich alle Streams anschauen. Zumindest die von den letzten 60 Tagen. Ja. Und auch alle zukünftigen. Gerne. Ja, übrigens noch eine letzte Sache. Danke für 60 Abos. Tschüss, das war's. Bis dann. See ya. Ciao. Wir sind so bescheuert, oder? Wir sind einfach zu gut.